Grüß euch bei der Sicherheitsserie von Bergwelten. Ich bin heute mit dem Peter in den nördlichen Kalkalpen unterwegs. Ihr seht schon, das Wetter ist heute leider nicht so toll. Wir sind schon beim Abstieg. Ein Gewitter braut sich zusammen. Und wie man bei einer solchen Blitzgefahr im Gebirge unterwegs sein sollte, das ist ganz klar ein Fall für zwei. Zuallererst gilt es, sich entsprechend zu informieren. Wir sind heute von dieser Gewitterentwicklung nicht überrascht, weil wir den alpinen Wetterbericht studiert haben. Besonders in den warmen Sommermonaten gilt es, diesen alpinen Wetterbericht sehr ausführlich einzuholen und entsprechend zu planen, wann man die Tour beginnt und wann man wieder im Tal sein möchte. Wenn man unterwegs ist, muss man vor allem auf Warnzeichen achten. Die wichtigsten Warnzeichen im Sommer sind die zunehmend größer und höher werdenden Quellwolken. Wie man im Hintergrund sieht, sind die schon relativ groß, also ein deutliches Anzeichen für zunehmende Gewitterneigung. Es folgen dann die Alarmzeichen, auf die man unbedingt reagieren muss. Alarmzeichen für die Blitzgefahr sind fertig ausgebildete, ambossförmige Gewitterwolken, bögaufrischender Wind. Eventuell hört oder spürt man die elektrische Ladung, es setzt ein Graupelschauer ein und vor allem der Abstand zwischen Blitz und Donner ist weniger als 10 Sekunden. Dann gilt sofort, die entsprechenden Maßnahmen zu ergreifen, um nicht von einem Blitz getroffen zu werden. Hat man die ersten Warnzeichen und auf jeden Fall bei den Alarmzeichen muss man rasch reagieren. Das heißt, man muss einen geschützten, sicheren Punkt aufsuchen. Das Beste ist da eine Hütte, eine Biwakschachtel oder ein geschlossener Raum. Auf jeden Fall sind exponierte Punkte zu meiden. Ist keine solche sichere Unterkunft in erreichbarer Nähe, dann muss man im Freien bleiben und eine Schutzstellung, die sogenannte Kauerstellung, einnehmen. Dazu sucht man sich am besten eine Mulde im Gelände. Das ganze Metallzeug, Pickel, Klettersteigset und so weiter wird zur Seite gelegt. Dann wird der Rucksack in der Mulde auf den Boden gelegt, kauert sich auf den Rucksack drauf mit eng geschlossenen Beinen und wartet so ab, bis das Gewitter vorbeigezogen ist. Ganz wichtig ist, dass man nach dem Ende des Gewitters nicht zu schnell den sicheren Punkt verlässt. Das heißt, mindestens eine Viertelstunde warten, bevor man nachher von der Mulde wieder weggeht, weil da könnte es immer noch Blitzeinschläge geben. Was dann auch noch zum Aufpassen ist, ist, dass das Gelände ja nass ist, das heißt, es ist rutschiger, es könnte vereist sein oder eine kleine Bäche können zu großen Anschwellen und so eine Gefahr darstellen. Also aufpassen und die Bergtour ganz in Ruhe zu Ende bringen. Soweit zum grundlegenden Verhalten bei Blitzgefahr im Gebirge. Wir bitten euch, das zu berücksichtigen, wünschen euch einen schönen Sommer, tolle Touren und damit wir das schaffen, schauen wir das morgen. Pfiat euch!